So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Pizza Connection 3. Und ich sehe, Lakarzu hat Schwierigkeiten. Ja, weil da wieder irgendein Janove hier genauso wie die Einrichtung zerstört hat, der Pisspot. Schön, das erfreut mich ja. Na gut, dann fangen wir erstmal an, hier wieder alles aufzubauen. Alles reparieren. So. Gut, dann kann es jetzt also wieder weitergehen. Hände hoch. Jawohl, haben wir ihn festgenommen. Ich hoffe, dass der andere Typ auch gleich festgenommen wird. Nö, aber da kommen gleich nochmal zwei Polizisten. Die sich dann hoffentlich um den anderen Vogel kümmern. Hallo? Ah, okay. Kurz mal nachgeladen. So, da haben sie ihn. Und tschüss. Das waren also die beiden. So. Jetzt in diesem Abschnitt müssen wir noch zwei weitere Restaurants uns holen. Das wird ja schön. Da freue ich mich. Ja, die ganzen gegnerischen Restaurants von Spore sind ja eigentlich alle nicht mehr fähig zu arbeiten. Denn ich habe ja überall, ich glaube bis auf das hier, den Ofen zerstört. Genau, das ist das einzige Restaurant, was theoretisch noch funktioniert. Die ganzen restlichen 5 Restaurants sind alle am Arsch. Da passiert nicht mehr viel. Und von daher bin ich mal gespannt, wie lange unser Konkurrent überhaupt noch durchhält. Wie gesagt, einnehmen tut er nichts mehr. Bis auf das eine Restaurant. Gut, die Frage ist, wie viel wir einnehmen. Da möchte ich meine Hand auch nicht für ins Feuer legen, dass das so viel sein wird. Aber ich hoffe mal, dass das halbwegs vorangeht. So, wir können mal ein bisschen fast forwarden. Und okay. Hä? Was habe ich denn hier für eine Schichten? Ah, okay, bis 3 und dann ist quasi wieder Feierabend. Ja, bei dem einen Restaurant habe ich gerade schon gesehen. Ich glaube, das war ja das hier hinten. Genau, im Kolosseum. Hier war nachts richtig die Hölle los. Also so ab 0 Uhr war hier so viel Andrang. Also da würde ich mich nochmal schön reich machen, wenn ich da auch Sachen oder das Restaurant geöffnet hätte. Eigentlich ist es schon ein bisschen früher, aber aus irgendeinem Grund war es hier ab Mitternacht richtig derbevoll. Naja, haben wir da überhaupt so eine Reichweite? Ja, Reichweite müsste eigentlich sogar bis da vorne hingehen. Hier waren relativ viele. Ich weiß auch nicht, wo der Eingang hier zum Kolosseum ist. Aber das hat sich schon gelohnt hier. Oder hätte sich gelohnt, hätte ich es aufgehabt. Habe ich ja nicht, ne? Naja, egal. So. Das läuft. Theoretisch. Hier ist auch noch keiner. Wie haben wir denn hier die Öffnungszeiten? Ab 9, okay. Gut, hier ist dann momentan eh nichts los. Also von daher ganz okay, dass hier zu ist. Ich denke mal, hier wird auch erst ab 9 wieder offen sein. Okay, ein Koch ist da. Aber keine Angestellten. Beziehungsweise keine Kellner. Ach, jetzt habe ich hier schon wieder. Och. Okay, jetzt ist hier wieder das Ganze ein bisschen verbuggt. Dass hier die Schichten nicht richtig übernommen werden. Aber ich möchte echt mal wissen, ob das sich nochmal irgendwann legt, das Ganze. Also hier seht ihr ja auch, wir haben gerade 2 Lieferboys drin. Oder in der Schicht. Aber eigentlich ist es nicht so. Ach, das nervt mich immer. Dass das nicht so richtig übernommen wird. Finde ich echt grauenvoll. Also ich glaube, für die ist es nicht die richtige Einrichtung, oder? Doch. Teenager. Und er ist was? Student oder was? Mhm. Er ist Arbeiter, okay. Alles klar, ich verstehe. Also für die Teenager ist es hier die falsche Einrichtung. Okay, ich
habe keinen Ofen. Achso, nee. Ja, das ist ja der kleine Fehler, dass wir jetzt hier zwei Köche gleichzeitig am Start haben. Hier geht's aber wahrscheinlich. Jawohl. Das ist okay. Hier scheint es auch zu funktionieren. Ja. Besser spät als nie. Der ist doch relativ fix hier, der Junge. Und die waren ja genau neben dem Markt, genau. So, der ist eifrig hier am Abklappern. Das funktioniert mit einem. Hier haben wir auch nicht allzu viel Kundschaft. Sollte also auch einer hinkriegen. Naja, wir können erstmal den Monat durchgehen. Also plus machen wir irgendwie noch. Kann natürlich auch so ein bisschen hier an unserem kleinen Wagen liegen. Der macht hier, glaube ich, ordentlich plus. So, dreht sich nochmal um. Jawohl, sehr schön. Hier vor der Schule. Gucken wir mal, haben wir ja genug Zutaten. Ne, für Pizza Curva Jungvolk fehlt noch Zutaten. Ja, das wird halt immer in einem bestimmten Rhythmus hier geliefert. Ich weiß leider nicht, wie der Rhythmus ist. Aber ich glaube, die wollen alle die gleiche Pizza. Deswegen stehen die auch alle noch so ein bisschen hilflos vor dem Lieferwagen. So, jetzt haben wir wieder Zutaten. Jetzt müssen die auch alle bedient werden. Na, da, 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 da. Da, 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 da. Okay, der geht auf jeden Fall gut ab hier. Wenn er denn mal Zutaten hätte. So, Menükarte. Eigentlich 13 Zutaten ist nicht so viel. Was wir bräuchten. Aber er wird halt nicht beliefert. So, jetzt habe ich hier Zutaten. Genau die, die ich auch brauche. So, einer. Jetzt hat er wieder keine Zutaten. Er kann einen einzigen Kunden beliefern und dann hat er keine Zutaten mehr. Oh, das ist ja unschön. Also Jalapeno und Knoblauch hat er gar nicht. Thunfisch. Vielleicht soll ich hier mal wirklich nur zwei oder drei Pizzen maximal auf der Karte haben. Ich weiß nicht, hier so Pizza. Oh, Pizzatonne mal runter. So, dann können wir nämlich auch zu den Zutaten gehen und unbrauchbare entfernen. So. Man sieht leider nicht, was hier verkauft wird an Pizzen. Bei den anderen sieht man es immer so ein bisschen. Aber hier wird es leider nicht angezeigt. So, wir können mal ganz kurz gucken. Verkaufte Pizzis. Okay, Pizza Hawaii. Im Spor Afrika. Im La Vendetta verkaufen wir Quadro, Curva und Hawaii. Können natürlich auf alle das auch machen. Also Curva, Hawaii, Quattro Formaggi. Übel, jetzt haben wir 2000. Okay. Miete Zutaten. Also aktuell machen wir sogar noch Plus. Gucken, ob das so bleibt. Ja, hier ist wieder der Fehler. Gucken, ob es ab 18 Uhr dann besser wird. Oder ob das so bleibt. Aber wir machen auf jeden Fall deutlich Plus, wenn wir uns mal oben in der Mitte den Kontostand angucken. Also ich glaube, wir haben die Folge angefangen mit so knapp über 40. Und alter Schwede, ab 18 Uhr. Angestellte ab 18 Uhr. Wir haben sogar theoretisch zwei. Oh, ach ja, stimmt, das ist der zweite. Ja, 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 alles klar, ich verstehe. Gut. Läuft. Jetzt mal gucken, ob ab 21 Uhr, ob es sich dann immer noch lohnt mit zwei.
So. Bis hierhin lohnt es sich auf jeden Fall. Ist auch genau ausreichend, die zwei. Oder sind genau ausreichend, die beiden. So, bedient werden alle. Pizzis kriegen auch irgendwann mal alle. Hallo? Hallo? Jetzt hätten sie gerne eine runde Pizza. Jawohl, rund haben wir. Viereckig haben wir auch. So, und jetzt müsste gleich die neue Schicht kommen. Da kommt nochmal der Lieferboy. Der macht aber gleich Feierabend. So, jetzt müsste Feierabend sein. Genau, jetzt gehen alle raus. Und sie ist geschlossen, weil irgendetwas nicht stimmt. Ich tippe mal, dass der Koch nicht kommen wird. Richtig, der Koch kommt nicht. Ja, wie gesagt, das liegt daran, dass die Schichten nicht übernommen werden. Aus welchen Gründen auch immer. Hier passt es diesmal. Also ab 21 Uhr. Ein Koch, eine Kellnerin. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir auch einen Koch, eine Kellnerin. Passt. Gut, wir haben keine Kunden, aber zumindest das Personal stimmt mal. Und hier hat er keine Zutaten. What? Ja, und hier ist dann, wie gesagt, ab Mitternacht hier die Hölle los. Geht jetzt schon langsam los. Also wenn man hier vorne noch so eine, diese Werbesäule sich bieten würde, könnte man hier echt nochmal ordentlich Kundschaft machen. So, da kommt auch der Lieferboy. Und dann haben wir immer wieder ein paar Zutaten. So. Eine Kellnerin ist sehr wenig. Ich werde hier auch mal eine zweite Angestellte machen. Okay, es gibt eigentlich zwei Angestellte. Ach, da läuft sie rum. Ja, manchmal sieht man die so schnell. Die verstecken sich dann. Boah, Alter, sind die Pizzen verbrannt oder was? Ach, ist einfach nur kein Licht drin. Alter, die sehen so schwarz aus, die Pizzen. Vielleicht soll ich hier nochmal eine Lampe reinsetzen. Obwohl, das ist eigentlich eine Lampe. Also entweder sind die verbrannt oder irgendwas stimmt mit den Lichtverhältnissen hier in der Pizzeria nicht. Sehen die denn auf dem Tisch auch so aus? Die sehen auch so schwarz aus. So, hallo. Okay, also Einrichtung 93%, Pizzabewertung 32% nur. Service 75, Wartezeit 73 und ja, Zutatenqualität ist halt nur 32. So, Lagerverwaltung. Bin wir mal auf 60%. So, jetzt sollte es so nach und nach wieder nach oben gehen. Okay. Gut. Also ich glaube, die laufen alle halbwegs, die Restaurants, die wir haben. Plus machen wir auf jeden Fall ohne Ende. Gucken, was der Monat jetzt bringt. Also ich tippe mal so 25.000 plus haben wir gemacht, mindestens. So, also Spor Afrika, 62 von 67, sehr gut. Okay, ja, das ist okay. La Vendetta, 32 Besucher nur. Na gut. So, Viva la Chichia. 25 von 25, also 100% perfekt. Und La Carzu. Okay, hier werden wir wieder angegriffen. Ja. Naja. Ich sag mal, 95% von denen, die Platz gefunden haben, kriegen auch ihre Pizza. Das ist okay. Das ist okay. Gut, dann kann ich also darauf aufbauen. Wie viel Plus haben wir jetzt gemacht? 15.000, sehr schön. 20.000 durch Pizza Hawaii, 4.000 durch Quattro Formaggi und 16.000 durch Curva Jungvolk. Und irgendwo ist schon wieder Sabotage passiert. Durch irgendeinen Gegner. Sehr schön. Also sehr unschön. So, der hat immer noch keinen Ofen. Ja, also mein Konkurrent macht einfach 0 Euro plus. So, damit wir in dieser Folge zumindest noch unserem Ziel mal ein bisschen näher kommen, würde ich sagen, bauen wir noch eine, oder mieten wir noch eine Pizzeria.
So, was haben wir hier? Ja, das kommt gar nicht mehr. Ach, hier wegen dem Einkaufszentrum. Das ist nicht verkehrt. Ortaggio. So, Architekt. Grundriss ändern. Ich hätte nämlich nur gerne 3 Räume, nicht 4. Ziemlich großes Lager. Ja. Grundriss anwenden. So, Küche, Lager, Speisesaal. So, ja, Innenarchitekten werde ich jetzt mal nicht beauftragen für den kleinen Raum, den wir hier haben. Wird auch nicht viel drinne stehen. Da, 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 da. So, da habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Der Tisch ist das hier. Und das war, glaube ich, der hier. So, der gefällt mir aber auch noch nicht so wirklich. So. Jo, sollte passen. Dann machen wir noch ein bisschen Dekoration. Dass die Pizza hier nicht so verbrannt aussehen wie in den anderen Restaurants. Noch hier hin und ja, so ein großes vielleicht nicht. Ja, so eine kleine Blume noch in die Ecke. So. Ja, bis auf Arbeiter kommen alle hier rein. Dann noch ein Pizzaofen. Stellen wir hier gleich in die Ecke das Teil. So. Haben wir auch. Dann brauchen wir noch eine Menükarte. Die sieht natürlich so aus wie immer. Haben wir hier ein Lager? Tatsächlich, direkt vor der Haustür. Pachten. Und Ortaggio, bitte. Genau. So, dann wie immer die Supermarktqualität. Und dann brauchen wir noch Personal. Ja, ich würde sagen so 6. Ab 6 an und dann in 3 Schichten. Auch Qualität. Ah ja, komm. So, dann jeweils noch mal ein Kellner. Und zack. Und ein Lieferboy. Zutatenmenge. Weit ist es ja nicht, von daher können wir das auch so machen. Gut. Ich switch das mal nicht. Ich habe nämlich wieder Angst, dass es irgendwann wieder nicht funktioniert. So. Fünfte Filiale. Check. Dreckiger Krieg. Und weil es so schön war, machen wir in dieser Folge auch gleich noch die 6. Filiale. Ja. Nehmen wir uns die hier. Die ist sehr billig. Und wird wahrscheinlich sehr wenig Kunden anziehen. Aber es geht ja auch primär um... Obwohl, das lasse ich mal. Primär um die Anzahl der Pizzerien. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn hier? Was? Räume ändern. Ach, der ist leer, deswegen ist da nichts. Hä, hab ich... hallo, stopp. Hab ich denn nicht Lieferservice entwickelt? Ich habe Lieferservice nicht mehr? Oh, das hatte ich doch schon. Oh, das ist ja kacke. Na gut, dann muss ich es doch ändern. Ja, in der falschen Pizzeria. Hm. Ja, eigentlich hatten wir Lieferservice schon mal entwickelt. Oder erforscht. Aber es ist nicht übernommen worden, aus welchen Gründen auch immer. Ja, deswegen kann ich auch den Grundriss wieder ändern. Machen wir auch hier so ein Dreier-Ding. Grundriss anwenden. Küche, Lager, Speisesaal. So, Raumänderung übernehmen. Hier machen wir wieder von allem einen Tisch so rein.
Zack. So, dann machen wir hier die gegenüberliegenden. Und hier würde ich sagen, machen wir auch ein X. Nee, der war verkehrt. Das hier. So. Floor Deko. Zack. Blümchen in die Ecke. Und hier hinten eins hin. Lampen brauchen wir auch noch. So. Und hier vielleicht eine größere Blume oder so. Gut, muss reichen. Achso, ein Herd brauchen wir natürlich noch. Und dann brauchen wir noch ganz kurz die drei Schichten wieder. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie ich es hier am blödesten mache. Fange ich ab 6 an? Ja, machen wir ab 6. Zack. Und den hier noch. So, Kellner. So, und nochmal ein paar Lieferboys. Mein lieber Großneffe, wenn alles ungefähr so gelaufen ist, wie ich mir das bei den Frodatos vorstellen kann, dann haben sie dich inzwischen eingeweiht. Ja, es war ein unverzeihlicher Fehler meines Bruders, diese Männer anzuheuern, um deinen Vater zu... Ein Fehler, den er mit dem Leben bezahlte. Ich selbst gab deinem Vater das Geld, um zu fliehen, unter der Voraussetzung, dass er dich und deine Mutter nie wiedersehe. Mit den Frodatos gab es dann eine Vereinbarung, dass sie und du, nun sagen wir, in Ruhe gelassen wurden. Beide Familien konnten sich damals keinen Krieg leisten. Wir haben uns daran gehalten. Bei den Frodatos bin ich mir nicht sicher. Wir haben dich nach dem Tod deiner Mutter deshalb vorsichtshalber in einem Waisenhaus versteckt und dir einen neuen Namen geben lassen. Ich weiß, dass die ganze Geschichte unverzeihlich ist. Dein Großonkel Carmine. PS. Dies ist mein letzter Brief an dich. Ich habe keine Worte mehr, die ich an dich richten könnte. Lebe wohl und besser als deine Vorfahren. Ja, das nenne ich ja mal einen schönen Brief. Also, das nennt man mal Familienehre. Nur weil der Vater irgendwie, naja, die falsche Mutter mal geknallt hat, werden auf einmal hier alle in Lebensgefahr gebracht. Schön, also unser Vater ist gestorben, weil er mit der falschen Frau angebändelt hat. Ja, und wir wurden in ein Waisenhaus gesteckt, um uns zu schützen. Ja. Ist ja hier ziemlich mafiös alles. Okay, naja gut, dann... Unser Onkel oder Großonkel Carmine, von dem wir aber nichts mehr hören. Ja, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Naja, kann sich ja jeder selber sein Urteil drüber bilden. Und dann schauen wir mal, ob die Geschichte noch weitergeht in der nächsten Folge. Also haut rein, ciao und tschüss.